Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in unserem RP-Projekt der Walschen. NS. Hallöchen. Hallo. Servus. Udo. Ja. Hast du mal eine Telefonnummer von dem Bürgermeister? Ich hätte ihn ja auch einfach mal anrufen können, oder? Nee, also ich habe keine. Mir wurde was vom Bürgermeister. Der Bürgermeister hatte noch was bestellt über Telefon. Ach, dann kommt er jetzt gleich? Ja, der kommt. Also. Ah, perfekt. Es wurde Tage angeliefert und jetzt wurde es heute abholen. Ja. Ich weiß schon, was ich kaufen will. Ja, schön. Das ist überhaupt Geld? Ja, klar. Er hat schon alles ausgegeben. Okay. So, ich guck mich auch mal um. Hast du einen Katalog oder sowas da? Ja, müsste auf dem Tresen liegen. Na, okay, ich geh mal gucken. Jo. Auf dem Tresen. Das wäre hier in der Kneipe, ey. Alle, up. Ich muss mal gucken, was ich mir hier anschaffe. Oh. Das ist aber ein Riesenteil hier. So, Katte. Ah, da ist was. Okay. So. Auto haben wir ja. So. Mal durchblättern hier. Also ich hätte gern... Ich würde mich gerne auf eine Marke einschießen. Weiß aber nicht, was so jetzt wirklich gut ist. Der, das sieht gut aus. So ein altes Ding, ich weiß nicht. Mal gucken, gibt es auch was Größeres noch? Okay. Hier gibt es auch was. Mal gucken, was der kann. Mhm. 70 PS maximal. Der hat hier eine extra Konsole. Ist ja interessant. Was haben wir hier? Was ist denn das für eine Marke? Torpedo. Weiß nicht, ob er den noch auftreiben kann. Okay. Also warte mal, ich muss ja erstmal gucken, ob der Typi da jetzt bald mal ankommt. Ist der? Hallo? Servus. Servus. Hallo. Hallo. Sind Sie der Bürgermeister? Ja. Ich bin der Karl Gutberg. Hallo, ich bin der Herr Stadler. Wie? Ja. Hermann Stadler. Staller oder Stadler? Stadler. Ah, okay. Gut. Ich hätte mit Ihnen was zu besprechen. Jo, komm mal auf Seite. Auf jeden Fall. Ja, Moment. Herr Stadler? Stadler. Herr Stadler? Ihr Teil da steht schon bereit, ne? Nur ich hab's schon angehängt. Ah, ja. Jo. Lul. Also es geht darum, dass ich war ja schon mal hier, und dann, war ja hier nicht so viel los. Ja. Da hatte ich da hinten den Pferdehof.
Sehr ah, ja, den Sonnenhof. Ja, genau. Ich habe jetzt nur gesehen, ja, das gefällt mir immer noch nicht dort. Also ich dachte ja damals, ich könnte hier ein Ferienparadies aufmachen. Wissen Sie, so ein Reiterhof, Ferienhof. Ja. Ich hätte jetzt aber eine neue Idee. Und zwar hatte ich mir gedacht, als Milchbauer durchzustarten. Als Milchbauer, ja, ja. Und zwar haben wir sind ja dann mal eine Weile weg gewesen, die zwei Herren da drüben und ich. Ja. Und da haben wir uns so mit Kühen ein bisschen angefreundet und das würde ich halt jetzt gerne weitermachen. Ja. Deshalb war ich da oben irgendwo in den Bergen. In den Bergen? Ja, irgendwo da oben. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Da war irgendwie einen Hof. Ein großer, ja. Oder mittel. Oder geht da eine Straße mittendurch? Ja, genau. Und da war irgendwie auch ein Fahrsilo und so. Ah ja, das war der Unterberger. Das kann sein, der war halt verlassen von ihm her. Ja. Den würde ich gerne kaufen. Ja, auf jeden Fall, der steht zum Verkauf zur Verfügung. Ach, das ist ja toll. Da ist der Besitzer vor einigen Jahren verstorben. Oh mei. Und stinkt's da? Ja, na, Sie wissen doch, wenn so alte Gebäude leicht länger stehen, dann muffelt's doch so. Na, die sind da nicht mal so alt. Okay. Also das geht eigentlich schon gut, ja. Gut, dann hätte ich eine Frage, könnten wir uns da mal hintreffen irgendwie? Dann kann ich mir den vielleicht mal noch ein bisschen genauer anschauen. Ja, das geht. Gut, bringen Sie dann Unterlagen gleich mit? Oder was brauchen Sie von mir? Von Ihnen brauche ich eigentlich so jetzt nichts. Dann okay. Ja, Konto kann ich Ihnen ja dann einen Kontoauszug geben. Ja, das halt dann. Und dann die Unterlagen bringe ich mit. Ja. Und ja. Okay, gut, dann treffen wir uns später. Ich würde direkt hochfahren. Sie brauchen vielleicht ein bisschen länger. Ich muss halt dann kurz nochmal auf den Hof fahren und dann komme ich mit dem Auto. Oh, okay. Jo, passt. Subi, dann bis später. Ja, bis später. Tschüss. So, die Herren, ich muss mal wieder los, ne? Tschüss. Ja, tschüss. So, das ist ja gut. Also, warte mal. Leo? Mhm. Ich würde mich später dann nochmal melden wegen Maschinen und so. Ich muss jetzt erstmal den Hof an Land ziehen. Ja, ja. Okay. Viel Spaß. Ich rufe dich vielleicht nachher an. Viel Spaß und viel Glück. Danke, tschüss. Tschüssi. So, ab geht's. Hoffentlich kriege ich den Hof, ey. Da steht ja was rum. Ups. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich hoffe mal, dass ich da wieder hinfinde. Ich weiß, bin irgendwo ganz vielen Berg runtergefahren. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich ganz vielen Berg hochfahren. Schauen wir mal. Müssten wir eigentlich hinkriegen. Eigentlich habe ich keinen so schlechten Orientierungssinn. Alter. Ist auch einer am Schaffen hier. So, Berg hoch.
Alter, diese Straßen, ey. Ob ich damit jemals zurechtkomme, ja, das wird sich noch zeigen müssen. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich hin muss. Doch, hier bin ich runtergefahren. Da war der Hof, da, wo irgendjemand gewohnt hat, glaube ich. Ja, genau, das war der hier. Oder scheint jetzt auch jemand da zu sein. Da ist ein Tor offen. Okay. Ups, also. Nicht mehr, wie viel ich hochgefahren bin. Was hat er gesagt? Unterburger? Unterbergerhof? Hier vielleicht. Schauen wir mal, ob wir hier richtig sind. Also entweder hier lang oder noch. Ah, da vorne kommt was. Das ist falsch, da steht Nagelbauer. Nee, das ist nicht. Oh mei, ich werde mich so oft hier verfahren, das gibt's gar nicht. Hoffentlich bin ich richtig. Da kommt wieder einer. Vielleicht ist es der. Ah, doch, warte. Oder? Oh, ich weiß es nicht. Hoffentlich ist der richtig. Ich glaube, ja. Ja, da bin ich richtig. Da bin ich richtig. Boah, dass ich das jetzt so schnell gefunden habe, das ist aber auch ein Weltwunder. Jetzt warten wir mal auf den Bürgermeister. Ich hoffe mal, der hat auch einen Schlüssel mitgebracht oder bringt einen Schlüssel mit. Ja, da kommt einer. Hallo. Ja, es hat ja super geklappt. Ich habe es auch gleich gefunden. Ja. Obwohl ich 5-mal gedacht habe, ich hätte mich verfahren. Ja, kennst du dich schon gleich aus. Das ist... Ja. So, haben Sie denn die Schlüssel dabei? Dass man hier mal... Ich habe nur durch zu dem Fenster mal reingeguckt. Muss ich kurz mal schauen, ob er passt überhaupt, der Schlüssel. Warte, bei der Halle hier drüben. Ich hab die richtigen dabei. Gut, ich bin hier. Hier? Wo? Hier? Ah. So. Super. Auf jeden Fall, das wäre hier die Werkstatt oder Lager auch für Pflanzenschutz und solches Zeug. Mhm. Hier auch natürlich eine kleine Werkstatt schon. Ey, ist gut. Kann ich ein bisschen rumschrauben. Und hier oben kann man Heuballen lagern oder sonst was. Kommt man da irgendwie hoch? Nee, oder? Für Frontlader halt. Ach so, ja. Ja. Okay. Passt. So. Dann hier ist die Maschinenhalle. Mhm. Da eine Maschinenhalle. So. Oh, die ist schön groß. Ja, da hat man schon einige Maschinen Platz. Ja. Okay. Ja, müsste auch nur der Lichtschalter sein. Ah, ja. Warte. Ah, ich glaube, da ist der Strom noch abgestellt. Ah, okay, ja. Ja, das den müsste man dann wieder einschalten. Ja. Ja.
Und halt kommt hier von vorne kommt man auch rein. Mhm. Was hat denn der hier gemacht? Hat er Kartoffeln gehabt, oder? Der hat eigentlich nur viel Grasland gemacht und ein paar Kartoffeln, wie gesagt. Das Silo, ist das hier in Betrieb? Welches? Hier, da steht so ein komisches Ding. Nee, das ist, glaube ich, nicht in Betrieb. Oder okay. Man müsste es probieren, ob es noch geht, sonst müsste man es restaurieren. Oder halt instand wieder setzen, reparieren. Ja. Okay. Das müsste man halt probieren. Okay. So, dann hier runter geht's zum Stall. Also hier wäre eine Ablagemöglichkeit. Ja, kann man ja noch was hinstellen. Ja, oder so etwas. Ja, ja. So, dann hast du hier die Gülle. Hier ist... Ja. Gülle und hier wahrscheinlich für den Mist, ne? Ja, hier ist für Mist, hier ist noch kleine Kälberbox. Ja. Hat er früher hier auch Zucht gemacht? Ja, der war im Zuchtverein und. Ah, ja, okay. Gut. Fleckviehzüchter. Ah, okay. Ja. Fleckvieh sind die Schwarz-Weißen, oder? Nein. Das sind die Holstein. Schwarzbunten. Fleckvieh sind die Braun-Weißen. Ah, okay. Gut. Haben wir wieder was gelernt. Ja. Hier wäre halt das Wasser trocken ein bisschen. Mhm. So, dann hier muss ich jetzt schauen. So. Ja. Oh. Mhm. Hier, ja. Liegeboxen. Schön durchlüftet hier. Ja. Mhm. Wissen Sie, wie viele Kühe hier reingehen? Um die 100, glaube ich, wäre ja gebaut, aber... Ah ja, okay. Müsste man unten nochmal schauen, da unten gibt's ein Blatt, wo von allen Höfen Details draufstehen und so. Hier ist der Strom an. Ist das ein anderes Stromkreislauf? Kann sein, weil er hat da drüben ein Wasserwerk, was er dafür den Stall mit ein bisschen Stromkosten spart. Kann sein, dass er das gemacht hat. Das war immer schon ein bisschen ein Sparfuchs. Der hat immer gespart, wo es geht. Sparen ist immer gut. Ja. Okay. Wo geht's dahin? So, hier ist noch eine kleine Kälberbox. Mhm. Und hier geht's auf die Wiese. Ah, okay. Also da drüben ist eine Wiese und das ist eine extra eine Wiese. Und die sind mit dabei beim Grund? Ja, müsste sein. Okay. Müsste man dann nochmal auf schauen. Ja. Und da oben halt das Wohnhaus, wirst du schon gesehen haben, denke ich. Ja, vorbeigefahren halt. Passt aber. Ja. So, hier. Da hinten ist auch noch was, ne? Oh. Ah ja, hier hinten sind die Fahrsilos vom Hof. Ah, das gehört dann auch noch. Oh Gott, das gehört dazu. Ist das so groß, ey. Ja. Da verfahre ich mich nicht mehr nur, sondern da verlaufe ich mich auch noch. Hier ist auch noch eine Halle. Die ist ein bisschen neuer als die drüben. Ja, und größer, ey. Ja. Die wurde ein paar Jahre später gebaut. Mhm. So. Oh. Heide, die Bimbam. Aha. Oh, schön mit Licht. Das ist gut. Und hier wäre das Getreide, hat das immer das Getreide reingeschüttet. Und drüben die Kartoffeln. Weil manchmal hat er auch ein bisschen Fruchtfolge gemacht, dann hat er ein Jahr Kartoffeln, ein Jahr Getreide. Das hat er hier reingeschüttet. Ah ja, okay. Ja. Wenn du willst, können wir nochmal zu den Fahrsilos fahren. Ja, können wir auch kurz rüberlaufen, dann kriege ich, glaube ich, einen besseren Eindruck von der Größe hier. Also es scheint schon ordentlich groß zu sein. Es ist da auch ein Feld mit dabei. Ja, wie gesagt, vorne vom Hof dieses große Grasfeld und auf der Seite vom Hof dieses Feld. Also circa 3-4 Hektar werden dabei sein. Was sind denn 3-4 Hektar? Wenn du... In Fußballfelder vielleicht, weißt du? Fußballfelder, ich weiß nicht, wie groß das ist. Ja, ich hab irgendwann mal rausgefunden, dass es da auch unterschiedliche Größen gibt, ne? Okay. Das weiß ich nicht. Aber so, jetzt, okay. Hier sind die Fahrsilos. Hier hat auch noch die Sandsäcke zum Abdecken. Hier noch eine Halle. Und Unterstand ist auch gut. Ja. Vor allem ist das hier, glaube ich, ein bisschen höher zum Reinfahren, ne? Wie drüben, ja, ein bisschen höher, glaube ich, ist es schon. Wie die erste Halle, die zweite Halle wird zugleich sein. Okay. Ja. Gut. Gut, gut, gut. Sieht gut aus. Ja. Was soll denn der Spaß kosten? Wie teuer das ist. Hm. Da muss ich kurz mal in meinem Katalog schauen. Also.
sind da die Preise nicht dabei. Ich glaube, der wird um die 300.000 kosten. Ich kann mal gerade gucken, ob ich was finde. 488. Ah, 488. Angebot. Wie, wo? Ah ja, hier, stimmt. 488.000. Kommen da noch Grunderwerbsteuer oder Notarkosten oder so Zeug drauf? Ja. Okay. Aber, wie gesagt, du hast viel Hoffläche dabei eigentlich schon. Also ja, schon eine klar. Ordentliche Fläche. Und, ja. Okay. Und schon einen ordentlichen Stall. Also sagen diese Hanno, das ist, sind natürlich nicht mehr das ganz Neueste. Also sie sind auch nicht wirklich alt. Also von dem her. Nee, es sieht ja alles noch gut aus. Also das muss man ja schon sagen. Okay, supi. Dann würde ich mich hier noch ein bisschen umschauen und wenn sie mir dann die Tage einen Termin geben, würde ich vorbeikommen zum Unterzeichnen. Ja, das passt. Oder haben sie alles schon dabei? Warte, muss ich mal mit meiner... Dann muss ich drüben in Auto schauen. Ja, dann laufen wir gerade mal rüber. Ja. Ein schöner Hof. Ja, auf jeden Fall. Ja. Na, auch mit dem Baumbestand finde ich auch gut. Nicht alles so kahl hier. Haben Sie ja vor, auch Forst zu machen? Das muss ich mal gucken. Wenn dann nur privat, dass ich ein bisschen Brennholz habe. Okay. Na, weil ich mache das auch. Verkaufe der Sägerei. Ach, das geht auch? Ja, hier unten gibt es eine Sägerei. Mhm. Und ja, es kommt halt drauf an, fürs gute Holz bekommst du natürlich mehr. Tief, okay. Und das Käferholz ist eigentlich nur mal zum Häckseln. Mhm. So. Okay. Ja. Gut, dann würde ich aber sagen, an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut gerne, wie heißt denn dein Kanal? Motzix. Was? Motzix. M-O-Z-Z-X. Ja. Also, schaut gerne bei Motzix vorbei. Von meiner Seite auch gerne beim Warum-LP. Und, ja, schaut bei ihm rein. Lasst ein Abo da. Kostet ja nichts. Und dann... Bis Samstag, da kommt die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Servus.